Das ist eine App fürs iPad für Audioaufnahmen. Die heißt Voice Record Pro. Habe ich aus dem App Store gratis heruntergeladen. Ist wirklich selbsterklärend, hat drei Knöpfe. Aufzeichnen, stoppen und abspielen. Einfacher geht es nicht. Danach hat man verschiedene Möglichkeiten zu speichern und zu exportieren. Kann man hier sehen. Ich habe mal probiert hier öffnen mit anderen Apps. Bei mir kommt dann Google Drive und File App Pro, die habe ich zufällig. Hier kann man sehen, Google Drive, rechts die Datei oben. Und dann kommt die Meldung, konnte nicht geöffnet werden. Und beim Weiterklicken kommt bei mir das Angebot File App Pro öffnen. Das habe ich hier auch mal gemacht. Und hier kommt die Datei nur zum Beweis. Natürlich kann ich das via E-Mail verschicken, die Datei MP4 als Anhang. Ich kann es auf dem iPad abspielen. Zum Beispiel auch in meinen Posterous-Blog einbinden. Auf dem iPad ins Fotoarchiv speichern. Und von dort gibt es auch Möglichkeiten des Exports. Mail und YouTube, was für eine Audioaufnahme vielleicht nicht so prickelnd ist. Das Ganze hat sehr intensiv vorgestellt Andreas Hofmann in seinem Blog Projekt der Waldschule Hatten. Und erfahren habe ich davon durch diesen Tweet von Tim Krummköhler. Beiden danke ich sehr und muss sagen, ich habe die App erst einen Tag, vielleicht entdecke ich noch mehr.